Ah, das Sauron-Ende. Ja, stimmt, da war ja noch was. Pass mal auf. Habe ich ja so einen wunderbaren. Eigentlich hier drüben, ne? Meine Kamera ist. Das müsste ich mal noch irgendwie anpassen. Naja. Gucken wir uns jetzt noch kurz an, ja, auf jeden Fall. Erstmal hier raus. Ich bin schon Stufe 149. Es geht 3 Minuten. Anfangsgebiet, wo Morg ist, sind da ganz viele Gegner. Und du machst die Weapon-Art von der Waffe, baller da alle One-Shot down, zack, so 80k Runen easy. Also wenn ich in ein zweites Ding reingehe, ins zweite, ja. Okay. Bin ich aber noch gar nicht. What? Er stirbt? Geil. Okay. Schlechte Qualität aufgenommen hier leider. Ein bisschen. Aha. Deswegen Sauron-Ende. Wie geil ist das denn? Okay. Überall Fingerabdrücke. Kommt da Melanie? Ist sie angefackelt? Nee. Doch so halbtot. Oder? Lord of Frenzied Flame. I will seek you as far as you may travel. Na doch, es ist Melanie. To deliver you what is yours. Destined death. Oh, das ist schon auch ein geiles Ende, ja. Krass. Das ist Melanie am Ende, ne? Auch nach der Nadel, sie wollte nicht mehr mit dir reden. Ja, das ist ja okay, aber ich habe alle gerettet. Darum ging es mir ja.
Ich wollte ja alle retten. Torrens Ring. Wer ist Torrent? Und wessen Ring ist das? Jetzt könnte sie potenziell im DLC bei dir vorkommen, stimmt. Der Gaul? Und der hatte einen Ring? Ach so, das war, stimmt, das war der, dieser, der Gegenstand, den man da, das war das? Oh, man hat das Pferd gekillt. Als, rasende Flamme. Und Melanie macht Jagd auf einen. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Die ganze Welt gekillt, ja. Alles vernichtet. Ja, ich meine, da gab's sowieso nur Mord und Totschlag. So, am Ende kann man es schon auch irgendwie verstehen. Die ein, zwei freundlichen Leute, die man da finden konnte, das wäre Kollateralschaden, ne? Da werden jetzt schon Theorien übers DLC geschmiedet. Mega. Ich glaube, das schnappe ich mir noch aus dem VOD von Twitch, weil ich habe keine Aufnahme gemacht und pack das auf YouTube. Deswegen sage ich einfach mal vorsichtshalber: Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.